Hallo, mein Name ist Astrid Schäfer. Heute habe ich einige Balanceübungen für euch mitgebracht. Diese dienen als Sturzprophylaxe, gerade im Herbst besonders wichtig, und schützen das Gelenk durch die erhöhte Muskelaktivität. Die Claudi zeigt sie euch. Die folgenden Balanceübungen könnt ihr entweder daheim machen, auf jeden Fall eine rutschfeste Unterlage verwenden und ein relativ stabiles Kissen. Claudi hat ein Pad vom Studio, ihr könnt es auch gerne im Studio machen. Ihr nehmt eine grüne Matte, das Pad oben drauf, strümpfig oder barfuß. Auf das Pad drauf gehen, hüftbreit geöffnet die Beine und rechts und links die Fersen abheben, damit der Körper sich an die ungewohnten Unterlage gewöhnt. Wir können es verstärken, indem wir versuchen, die Fußspitze etwas mehr abzuheben und die Zeit zu verlängern, indem wir auf einem Bein stehen. Bleibt schön aufrecht dabei, die Schultern tief. Die Arme könnt ihr mitnehmen als Balance. Die Übung können wir etwas dynamischer gestalten, mit einem ganz kleinen Sprung. Okay. Die nächste Übung für die Stabilität, eher die Außenseite. Wir gehen mit einem Fuß aufs Pad drauf. Die Fußspitze hält Kontakt noch zum Boden. Aufrechten Oberkörper, Bauchnabel nach innen ziehen, das Standbein auf dem Kissen ist leicht gebeugt und wir versuchen mehr Gewicht auf das Standbein zu bekommen. Heben langsam den Fuß ab und versuchen zu stabilisieren. Hier arbeiten die Rezeptoren um die Gelenke und entlasten somit die Gelenke und stärken die Muskulatur. Dynamische Bewegung möglich für sehr Fortgeschrittene. Okay. Als nächste Übung machen wir das Flugzeug. Wir gehen mit einem Fuß auf das Kissen drauf, bleiben aufrecht, halten hinten mit der Fußspitze Kontakt zur Matte, die Arme ausbreiten, Bauchnabel nach innen ziehen, Schultern tief. Der Oberkörper kippt ab aus der Hüfte heraus. Und wenn wir stabil uns fühlen, können wir hinten versuchen, die Fußspitze abzuheben, die Flügel auszubreiten und lösen. Auch möglich die dynamische Variante mit zwei Kissen. Bitte achte darauf, dass die Kissen auf einer rutschfesten Unterlage sind, damit sie nicht wegleiten. Wir fangen an mit langsamem Gehen über die Kissen drüber. Achte darauf, dass die Beine sich abwechseln. Fortgeschrittene Möglichkeit, etwas schneller drüber gehen. Das Bein etwas länger in der Luft halten. Die schwierigste Variante, drauf springen mit einem Fuß aufs Pad, halten, stabilisieren und die andere Seite. Versucht möglichst lange die Balance zu halten. Viel Spaß dabei!